Ja, Blick von dieser Seite vom Lager. Und wenn ihr hier guckt, hier hinten steht einer dieser Pals. Der will wahrscheinlich da unten hin, aber er kommt da nicht hin, weil da kein Zuweg ist. Der kann eigentlich abbauen und das klappt irgendwie nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das irgendwie hinkriege, den da hinzukriegen, wenn ich den da jetzt mal hier so anhebe. Und dann kann ich den vielleicht da hinwerfen. Na, dann läuft er wieder hoch. Okay, das funktioniert also nicht. Wenn ich den jetzt da aufnehmen würde, ne? Jetzt ist natürlich der falsche, ist klar. Wenn ich den jetzt kriege. Ja, jetzt habe ich den. Wenn ich den da runterschmeiße, ne, kann er dann da abbauen? Ja, da baut er natürlich jetzt ab, weil er da hinkommt, ne? Ich weiß zwar nicht, wie er wieder zurückkommt oder ob er irgendwann mal was zu essen kriegt, aber ja, er macht auf jeden Fall da unten was, ne? Und ich habe aber allerdings hier hinten, wenn er guckt, habe ich hier das gleiche nochmal gebaut. Holz fällt wohl keiner. Natürlich, oh, hier sind doch zwei abgebaut. Warte mal, irgendwer, ah, die Katze geht hier hin und baut jetzt hier ab. Alles klar, dann klappt das auch. Also dann haben wir zwei Flächen, wo jetzt Holz abgebaut werden. Ihr schaut das Logo, denke ich, dann gehen wir auf den Großbildschirm und dann schauen wir mal weiter. So, Ziel war jetzt eigentlich bauen und zwar müssen wir, das haben wir jetzt alles gemacht, die Werkbank brauchen wir, Holz und Metallbarren brauchen wir. Holz müssten wir noch haben. Metallbarren, haben wir die denn da angestoßen da hinten oder nicht? Aber da fehlt uns Erz für. Ne? Ah, da erhalten wir die. Können wir noch welche bauen? Nein, können wir nicht. Und das reicht jetzt, glaube ich, noch nicht für die Werkbank vom Metallbarren her. Ne? Nee, da fehlen noch 7 Stück. Was haben wir hier? Dreimal Stoff. Den nehmen wir natürlich auch mit. Wie kann ich den bitte schön aufnehmen, wenn dann da. So, jetzt. Gut, das heißt, wir brauchen definitiv. Metallerz, Erz brauchen wir für den Metallbarren zu machen. Das Viech ist da gut am Arbeiten, das heißt, Metall war hier Treppe runter und dann links, meine ich, oder? Das müsste doch so sein, ne? Das gab es doch hier vorne schon, meine ich. Da ist doch das, was wir haben wollen. Dann klopfen wir das mal gerade ein bisschen ab, aber nicht mit der Axt, sondern mit der Pickaxe. Und dann brauchen wir ein bisschen was für den Hochofen, damit wir da Ballen kriegen. Wenn wir Ballen, Barren haben, dann geht es weiter, ne? Kann das sein, dass unser Werkzeug jetzt kaputt ist? Ich glaube ja, Waffenbruch, alles klar. Hörte sich auch danach an. Das heißt, wir müssen das erst reparieren. Aber wir haben erstmal genug Erz, denke ich. Und da müssten wir dann mit Barren machen können, genug, oder? Gut, dann gehen wir hier hin. Rezept und mehr geht nicht, okay. Aber naja, das würde auch erstmal reichen. Nein, wir wollen nicht Dingens drücken. Escape drücken wir dann hier. Müssen wir reparieren. Das können wir auch reparieren. Dann sind wir da wieder fit. Gegenstände in der Warteschlange keine. Was können wir hier bauen? Was interessant für uns wäre, eigentlich nichts außer die vielleicht. Ne, das lass erstmal alles sein. Einmal Escape bitte. Was können wir hier lassen? Die Barren sind hier. Na, da wären die drin. Und der Stoff kommt dahin. Also können wir das auch noch reparieren. Dann ist unser Rucksack erstmal okay. Was haben wir hier drin? Die Kiste hatten wir gebaut. Weiß ich nicht, ob ich euch das gesagt hatte. Die ist auch neu, weil wir nicht mehr genug Platz hatten. Hier können wir die Beeren nehmen für die Pals. Die können dann hier was essen. Aber die haben mittlerweile auch schon genug, ne? Gut, das heißt, hier sind wir soweit durch. So, jetzt ist die Frage, ob er da jemals wieder hochkommt, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Er hat was abgebaut. Und wie geht's ihm? Wie kann ich das rausfinden? Der legt ein Päuschen ein, steht da rechts. Mal gucken, ob er hochkommt.
Ich weiß es nicht. Weil, wie wir hier sehen, krabbelt der Miner hier hoch. Aber wir könnten mal überlegen, kann man hier irgendwie eine Rampe runterbauen? Vielleicht hier so? Geht sowas? Weiß ich nicht. Baumenü. Kann ich hier eine? Ah, da brauche ich eine Foundation wahrscheinlich für, ne? So geht das nicht. Hungrig sind wir auch noch. Machen wir eine Foundation hier hin. Geht das? Kann nicht gebaut werden, da ein anderes Objekt. Okay, das kriegen wir aber so hin. Wahrscheinlich funktioniert das so nicht, sondern ich müsste jetzt erst eine Wand bauen, wahrscheinlich. Kann nicht gebaut werden, da ein anderes Objekt oder eine Figur im Weg ist. Ah, super, ne? Hier wird es gehen, aber was bringt mir das? Gar nichts. Vielleicht muss ich erst den Baum abhacken. Das könnte vielleicht gehen dann. Das sind auf jeden Fall auch was essen. Aber erstmal muss dieser Baum weg. Das hat fast keinen Sinn. Weil dann kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, hier jetzt eine Wand bauen. Wenn ich hier die Wand gebaut habe, könnte es klappen, dass ich jetzt hier eine Leiter hinkriege oder eine Treppe. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterbauen können. Das würde funktionieren. Und jetzt brauchen wir noch eine Foundation dahin. Ne, ein Dach würden wir da bauen. Dann können wir hier hingehen. Jetzt ist die Frage, ob die Pals da auch hingehen können. Hier wird es ja schon mal gehen, ne? Aber er kriegt es jetzt auch nicht hin, dass er zurückgeht, glaube ich, oder? Aber vielleicht will er auch gar nicht gerade zurückgehen. Ein Pal gönnt sich ein Päuschen. Also wir haben ihm eine Treppe gemacht. Und eigentlich sollte er hier auch hochgehen können, so wie wir. Meines Erachtens. Wir wissen es aber nicht, ne? So genau. So, da haben wir was rausgenommen. Hier war nichts Interessantes. Da ist nichts. Da ist nichts. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten schauen. Was wollten wir denn bauen? Ach, die Werkbank wahrscheinlich, ne? Das fehlt uns dann noch, diese eine Werkbank. Okay, hier können wir mit Metallbahnen die Falle bauen. Die will ich jetzt aber nicht bauen. Ne, das war's. Dieses war's. Jetzt fehlt uns natürlich noch Holz dazu. Aber den Rest hätten wir schon mal. Da ist kein Baum mehr. Das heißt, wir müssen nach da. Dann holen wir noch schnell einen Baum. Er ist da unten auf jeden Fall am Schaffen, wie wir gerade hören. Das zusammen reicht das? Diese Werkbank, aber da kann ich auch hier gucken, ob die Werkbank reicht. Reicht. So, das heißt, jetzt müssten wir mit der Werkbank vorankommen, oder? Wo bauen wir die hin? Tendenziell würde ich sagen, hier rechts. So. Gut, dann kommen wir da auch voran. Foundation ist hier. Er ist immer noch da unten am Graben. Er gönnt sich ein Päuschen. Okay, das soll er auch machen können, er diese schwere Arbeit da unten macht. Und was machen wir jetzt? Ah, hier macht keiner was, oder wie? Keine Arbeit dazu gewiesen. Dann müssen wir das wohl machen. So, da ist das fertig. Und jetzt können wir hier reingucken und sehen, dass wir was machen können. Ganz viele Sachen. Holzkeule, Baseballschläger. Steinspitze, Metallspitzhacke, das wäre jetzt interessant. Holz und Metallbarren brauchen wir dafür. Und hier haben wir die Metallaxt, da brauchen wir Holz und Metallbarren genauso für. Ja, das ist alles klar. Armbrust. Holz, Stein und Metallbarren. Nägel hätten wir schon. Ja, das heißt, die Armbrust wäre interessant. Holz, Stein und Metallbarren brauchen wir dafür. Und hier wäre noch die Spitzhacke und die Metallaxt. Entscheidend. Ja, kann man hier noch was bauen? Rezepte? Nö, haben wir kein Material für. Müssen wir dann erst besorgen, ne?
der kleine Kerl da immer noch unten? Ja, er ist immer noch da unten. Er macht schon mal was, das ist schon mal gut. Der Pal ist gesund und munter, dann kann ja nichts passieren. So, die Sonne geht bald unter, aber ich gehe trotzdem jetzt hier mal gerade auf die Schnellreise. Und gehen wir mal hier hin, oder? Und da waren diese Fuchsdinger und ich glaube, wir brauchten die Fuchsdinger ja noch, um vielleicht... Da hinten, das ist alles das. Ich brauche so ein Fox-Ding. Da ist aber keiner da. Damit ich diese Feuerdrüsen kriege, ne? Irgendwann müssen wir da den Turm auch machen, ne? Das sagt das Tutorial da, ja. Eiktürdir. Okay. Und da rechts geht so einer, den ich haben will. Und das ist auch nur ein Dreier, das klappt. Den müssten wir hinkriegen, ne? Haben wir alles dabei? Ja. Ich hält. Das war voll falsch. Ah. Ärgerlich. Das ist hier so ein Fox natürlich nicht mehr, ne? Oder? Kativa. Kativa, so ein Shit. Ich hätte eine Kugel werfen müssen und nicht schießen, ey. Ah. Ja, das bedeutet, das war es hier auch gerade wieder. Können wir gerade zurückgehen, ne? So ein Shit aber auch. Wieder keine Feuerdrüse. Da ist so ein Eiktürk. Dir. Kriege ich den? Das ist ein Zehner. Ich sehe aber nichts mehr, das ist das Problem, wenn ich meinen Pfeil raushole. Macht vielleicht jetzt gerade keinen Sinn, ne? Nee, ich glaube, wir können Richtung Heimat und dann, ja. Müssen wir wohl schauen, dass wir ein Nickerchen machen als nächstes. So, dann können wir ins Bettchen gehen, weil das macht anders, glaube ich, jetzt hier gerade keinen Sinn, ne? Schläfchen halten, ne? Fertig. Und dann ist wieder Tag hell. So, das bedeutet... Wo ist denn einer jetzt hier? Dieser Pal ist gesund und munter. Dieser Pal ist gesund und munter. Ne? Da ist ja alles erstmal noch gut, ne? Zack, zur Schnellreise. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier vielleicht wieder einen Dingens Fox finden. Da links ist einer. Dann müssen wir den kriegen, ne? So, einmal bitte fangen. Müsste eigentlich gehen, oder? Haben wir? Gibt es eine Feuerdrüse? Ja, einmal Feuerdrüse. Sehr gut. Dann wollen wir hoffen, dass wir hier gleich noch so einen finden. Hier hüpft keiner rum, oder? Nur der da. Weil den können wir gerade auch noch nehmen, oder? Kann ich einfach weiterlaufen und er wird auch eingefangen? Ich weiß es nicht. Ist das so? Ja, ich hätte auch weiterlaufen können wahrscheinlich. Gut, schauen wir, dass wir den Feuerfox noch kriegen. Weil Feuerdrüse brauchen wir ja. Da unten läuft schon mal einer, da ist schon mal gut. Mal näher ran. Vorne sind diese komischen Gumos, Pingolets. Ist da hinten ein Ei, ne? Ah, ich brauche jetzt kein Ei. Dafür müsste ich ja brüten. Wie groß ist der? Ein Zehner, der ist mir zu stark. Der auch. Gumos, was ist da oben los? Mal gucken, ob da was zu finden ist. Hier waren letztens mal irgendwann so große Viecher, ne? Was sind das für welche? Die kenne ich noch gar nicht, oder? Tanzee, okay. Dann versuchen wir uns gerade mit dem Tanzee zu beschäftigen. Ist der kaputt? Habe ich so ein Ding schon? Ich glaube nicht, oder?
Aber jetzt habe ich gleich einen davon. So. Sind da noch mehr von da? Ist das für einer? Liefmonk, okay, ich glaube, den haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Haben wir einen Liftmonk gehabt? Ich glaube nicht, oder? Gucken, ob wir den kriegen. Sieht gut aus, oder? Ne. Na, der ist weg. Nur die Frage, wie ich den kriege, wenn der da so wegläuft, ne? Schießen kann ich nicht mehr, dann ist er kaputt. Der war daneben. Dann müsste er schon in irgendeiner Sackgasse laufen, dass ich den kriege. So ein Shit. Jetzt habe ich keine mehr, ne? Auch gut, ne? Okay, dann hat sich das auch erledigt. Da ist noch ein Ball, den können wir auch noch einfangen. Da haben wir wieder einen wenigstens. Oh, da ist ein unentdeckter Wegpunkt. Dann bin ich ja froh, dass wir den freischalten können. Dann haben wir auch Technologiepunkte. Ach, da ist der Turm, okay. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das was bringt, den Turm hier zu machen schon. Da ist so einer, wer ist denn da runtergehüpft? So ein Pinguin, da ist so einer. Ja, weiß ich nicht. Bringt es uns das schon? Zeitlimit, Turm des Rhein-Syndikats am Bosskampf teilnehmen. Tja, ich glaube, wir haben einen Wegpunkt hierher. Machen wir in der nächsten Folge, weil das, glaube ich, ist jetzt noch ein bisschen zu früh gerade. Ich müsste dann erstmal, obwohl ich bin bei Kräften. Ach komm. Machen wir. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es geht, aber wir machen es mal, ne? Okay. Wer ist das? Batgirl? Oh, der ist aber dick. Zoe und Grisbold. Sieht so aus, als ob ich den überhaupt nicht schaffen kann. Ich glaube, ich muss mal weg. Wo ist er? Da. Okay, ich komme nicht mehr weg. Der hat mich gefesselt irgendwie. Ich habe keinen blassen Schimmer. 28.000. Ich müsste mal was essen vielleicht. Damit sich das hier wieder alles regeneriert, ne? Ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriegen könnte. Kann der was? Der Chicken? Oh, der kommt mir nicht so vor, als ob ich eine Chance gegen den habe. Gibt es hier auch einen Ausgang? Ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, da bin ich zu schwach irgendwie für. Ich brauche bessere Waffen dafür. Kann man hier raus? Kann ich hier abhauen? Nein.
Okay, sieht nicht so gut aus, ne? Shit. Sag jetzt nicht, ich muss hier. Oh Mann, ey. Die Zeit muss dann verstreichen, oder was? Versteck dich, oder wie ist das? Ich weiß nicht, ob ich da noch einen besseren habe. Das Hähnchen, das greift den jetzt an, oder was? Ein bisschen macht er runter, aber die Punkte sehen wir, die da runter gehen. Gar keine, ne? Sphäre werfen könnte ich dann, okay. Aber wie könnte ich jetzt zusehen, dass ich, ne, hier rauskomme? Gibt es hier einen Ausgang? Irgendwie glaube ich nicht. Also das Hähnchen macht tatsächlich dem irgendwas kaputt, aber nicht so wirklich gut, ne? Der Firefox, vielleicht ist der besser. Mal gucken, ob der mehr kann. 22. Kann es sein, dass er gegen Feuer immun ist? Kommt mir gerade so ein bisschen so vor, weil da geht gar nichts runter, ne? Greift der an, ja. 22. Ah, okay, der macht jetzt richtig. Was sehe ich gerade? Ich glaube, ich habe das richtige Tier gefunden. Die Katze macht ihn platt, oder was? Ich bin Loser hier. Ich stehe in der Wand und warte, bis die Katze den erledigt hat. Aber die Katze macht was, das muss man sagen. Aber ob das reicht in 5 Minuten? Weil ich schaff's nicht, das kann ich gleich sagen. Wie viele Pfeile hätten wir denn noch? Wahrscheinlich viel zu wenig, ne? Ich seh gar keine Pfeile mehr. Ne, ich glaube, wir haben keine Pfeile mehr. Die Katze macht das schon. Da müssen wir nur Zeit haben, ne? Ich glaube, das ist ein Bug, der da gerade läuft. Das Viech greift ja nicht mehr an. So, Boss eliminated. Geil, ne? Aber ich war voll der Loser. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier was aufsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Turm des Rhein-Syndikats. Haben wir geschafft, aber unter welchen Bedingungen? Ich glaube, das war jetzt gecheatet sozusagen. Naja, Schnellreise. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in unser Lager gerade zurück. Und sind dann wieder hier. Ja, ich glaube, das war jetzt zwar eine erfolgreiche Geschichte, aber glaube nicht so richtig. Naja, ist aber egal. Ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Hier irgendwas Schickes oder sowas habe ich nicht gekriegt, ne, glaube. Nö, nicht wirklich. Ja, wahrscheinlich habe ich hier Punkteerhöhung dann da auch nur zwei. Das war es auch nicht. Keine Ahnung.